In diesen Nachklärbecken stecken wichtige Patente. Entwickelt, um die Ursache von abfiltrierbaren Stoffen zu beseitigen und die Leistung um ein Vielfaches zu steigern. Ein strömungsoptimiertes Einlaufbauwerk, das in der Abwassertechnik völlig neu ist. Erfunden hat es dieser Mann, Dr. Martin Armbruster. Mit seinem Unternehmen Hydrograph engagiert er sich seit vielen Jahren in der Wasserwirtschaft. Strömungssimulationen sind sein Arbeitselixier. Die Kläranlage Dresden-Kartitz, ein Projekt mit Modellcharakter. Wir haben eine Auflistung gemacht, welche Optimierungspotenziale sich ergeben über die gesamte Kläranlage, vom Einlauf, Sandfang, über die Belebung, Nachklärung hinweg. Und wir können feststellen, dass so 20% Leistungssteigerung durchaus überall immer wieder gegeben sind. Es können durchaus mehr sein, es sind selten weniger. Am Ende sparen Martin Armbruster und sein Team dem Gebührenzahler indirekt echtes Geld und stehen für einen praktischen Umweltschutz, der Maßstäbe setzt. Der Erfolg und die penible Planung geben ihnen recht. Noch in diesem Jahr bauen Hydrograph 4 weitere Einlaufbauwerke wie hier in Chemnitz-Heinersdorf, bevor auch Kläranlagen in den USA und Saudi-Arabien aufgerüstet werden.